Fußball bei ORTS.TV wird präsentiert von Ahlers und Bobach. Heizung, Sanitär, Küche. Vertrauen Sie auf 25 Jahre Erfahrung. Jan Otto Hausmeister Service und Baustoffhandel. Service kommt von uns. Und Schraderhaus. Denn es ist Ihr Haus. 25. Spieltag in der Fußball-Oberliga Süd. Der FSV Barleben hat auf dem Sportplatz am Anger die Mannschaft vom VfL Halle 1896 zu Gast. Die Hallenser wissen um die Bedeutung des Lokalderbys und sind entsprechend vorbereitet. Wie seid ihr auf das Spiel heute vorbereitet? Ganz normal wie sonst auch. Viel trainiert, hart trainiert. Wir haben auch so ein bisschen die Aufzeichnung vom Hinspiel gehabt. Also ganz normal wie immer. Wie seid ihr heute aufgestellt? Irgendwelche Verletzungsprobleme? Ja, wir sind relativ wenige mittlerweile noch. Also wir haben zwei langzeitverletzte Bänderrisse, zwei muskuläre Sachen und wir sind halt relativ kleiner Kader. Das heißt, wir sind halt 13 Feldspieler, 2 Torhüter. Das Spiel beginnt von beiden Seiten aus dynamisch und druckvoll. Der Barleber Trainer hat im Vergleich zum Halbfinale im Landespokal vom vergangenen Mittwoch eine ganze Reihe von Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen. Und schon in der 13. Minute diese Szene. Ein schöner Spielzug über Marvin Potika und Felix Behling, Pass über die rechte Seite und... Dennis Neumann steht im richtigen Moment an der richtigen Stelle. 1:0. Die Phase bis zur Halbzeit bietet den Zuschauern dann ein wechselseitig attraktives Spiel. Beide Mannschaften nutzen ihre Stärken. Die Hallenser greifen immer wieder an. Die Barleber Abwehr steht gut und mit schnellen Kontern bleiben auch sie gefährlich. Nach dem Seitenwechsel beginnen die Barleber wieder deutlich offensiver und in der 56. Minute wieder ein schöner Spielzug. Felix Behling macht Tempo, Dennis Neumann gibt die Vorlage und Danny Piele köpft sein 11. Saisontor. ...2:0, die Führung. Doch die Hallenser geben nicht auf. Lautstark angefeuert von einer Handvoll mitgereister Fans kann Stefan Schrammer hier abstauben. Das ist der Anschlusstreffer zum 2:1. Jetzt beginnen die Hallenser richtig Druck zu machen und den Barlebern steckt noch das Halbfinale in den Knochen. So sieht man deutlich, wie die Kräfte nachlassen und die Angriffe der Hallenser scheinbar leichter werden. In der 84. Minute kann Alexander Lehnhardt im Barleber Tor den eher schwachen Schuss von Eduardo nicht sichern. Und das ist der Ausgleich. In der Nachspielzeit noch einmal ein vielversprechender Angriff der Barleber. Schön freigespielt, läuft Christopher Kalutschka auf den Hallenser Torwart zu. Und für diese Aktion bekommt er dann auch noch die gelb-rote Karte. Und als der Trainer sich beschwert, wird er auch noch auf die Tribüne verwiesen. Ein unschöner Schluss und Trainer Mittendorf macht seinem Herzen Luft. Ich stehe echt gut und der zieht gerade zurück. Die rutschen ineinander, das passiert natürlich. Die gelbe Karte finde ich schon ein Witz in der ersten Halbzeit. Und da erklärt mir der Linienrichter noch ganz überheblich, das ist Auslegungssache. Wenn es gegnerische Hälfte ist und keine klare Aktion unterbunden wird, dann gibt es keine gelbe Karte. Und das war genau das Gleiche. Die rote Karte resultiert eben aus der Entscheidung, die da gefällt wird, die aber in der ersten Halbzeit für uns nicht gefällt wird. Ja, und da ärgere ich mich halt immens drüber. Auch die Art und Weise, wie wir von außen dann eben auch von überheblich arroganter Art und Weise. Das ist aber so, die Schiedsrichter sind unantastbar. Haben gelb-rot gekriegt, das war jetzt nicht spielentscheidend, aber über so ein arrogantes Verhalten, also, und das kann auch mal gesendet werden, das hoffe ich, sieht auch jeder, wie die Herrschaften uns gegenübertreten. Und das ist ja mittlerweile ein Thema im gesamten Fußball, dass die Herrschaften sich für Götter halten und so eben auch auftreten. Und da werde ich als Fußballtrainer, der Emotion ist, das ist ein Spiel, ein Derby, wo es eben auch mal darum geht, ein bisschen Fingerspitzengefühl zu haben. Und die Herrschaften waren für mich heute die, ja, ich sag's lieber nicht. Fußball bei ORTS.TV wurde präsentiert von Ahlers und Bobach. Heizung, Sanitär, Küche. Vertrauen Sie auf 25 Jahre Erfahrung.
Jan Otto, Hausmeister Service und Baustoffhandel. Service kommt von uns. Und Schraderhaus, denn es ist Ihr Haus.